in 8 Minuten zum Barjazz-Pianisten mit dieser garantierten Methode. Am Ende dieses Tutorials wirst du in der Lage sein, genauso cool wie ein Barjazz-Pianist zu klingen. Ich bin Marcel von Modern Music und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Jazz-Piano zu spielen, dann starte jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Ich habe uns mal eine Akkordfolge aufgeschrieben, die garantiert cool klingt, garantiert einfach zu greifen ist und dich garantiert nach Barjazz-Pianist klingen lässt. Was haben wir hier? Wir haben ein A-Moll 7. Ich spiele das folgendermaßen. G, A, C und E. Kurz zur Erklärung, das ist ein A-Moll-Akkord, ja, in Grundstellung. Und wenn du jetzt noch die Septim oben drauf setzt, denk dran, die liegt immer ein, ja, Ganzton unterm Grundton, ja, die kleine Septim, dann entsteht ein A-Moll 7 und wenn wir das umsetzen, ja, entsteht ja, diese coole Umkehrung. Und jetzt kannst du einfach, ja, mit deinem kleinen Finger weiter runtergehen. Ich setze hier ein bisschen um, so, auf das Fis. Und wenn ich jetzt mal kurz das D noch mitnehme, dann siehst du, das ist ein D-Dur mit kleiner Septim obendrauf plus der None, ja, der neunte Ton der Tonleiter sozusagen. Und dann entsteht dieses D9 als Rootless Voicing. Rootless deshalb, weil ich den Grundton, den Basston weglasse in meiner linken Hand, ja. Das heißt, du kommst einfach vom A-Moll 7, gehst dann einen Halbton tiefer aufs Fis. Du siehst oben, die Töne bleiben gleich. Dann entsteht dieses D9 und, ja, wie könnte es sein, noch einen halben Ton tiefer aufs F und ja, dann entsteht ein wunderbares F Major 7. Auch hier kurz, den kennst du, das ist ein F-Dur-Dreiklang in Grundstellung. Und wenn ich jetzt hier oben das E noch draufsetze, die Major 7, ja, dann, denk dran, die liegt immer einen halben Ton unterm Grundton, entsteht dieser wunderbare Major-Akkord. Also A-Moll 7, D9 als Rootless Voicing und dann F Major 7. Und jetzt zu guter Letzt, etwas herausfordernder, aber nur etwas. Jetzt müssen wir umgreifen und zwar hierhin. Wow, was ist das? G-S-H-D-G, ja? Das ist ein E7-Kreuz-9, auch erklärt. Ja? Wenn ich mal das E, den Basston hier unten mitspiele, dann siehst du, habe ich einen E-Dur-Dreiklang in Grundstellung. Jetzt setze ich noch die kleine Septim drauf. Denk dran, die liegt ein Ganzton unterm Grundton. Plus die None, die reine 9, also der neunte Ton der E-Dur-Tonleiter, ist eigentlich das Fis. Aber wenn ich dieses Fis jetzt nochmal erhöhe, dann sage ich Kreuz 9 und spiele das, ja, G. Und als nächsten Akkord, als letzten, siehst du schon, steht ein E7-B9. Das heißt, ich erniedrige das Fis um einen Halbton, deshalb B9. Ja? Wenn ich das Ganze als Rootless Voicing spiele, spiele ich eben Gis HDG, E7 Kreuz 9 und dann auf E7 B9 Gis HDF. Okay, das ist das Einzige, was man sich wirklich gut einprägen muss und man einmal so ein bisschen umgreifen muss. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Akkorde für 4 Schläge aushalten, klingt es folgendermaßen. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Und jetzt 1, 2, 3, 4, super. E7 Kreuz 9, E7 B9 habe ich halbtaktig gespielt. Und jetzt keine Angst bekommen, die Akkorde als auch die Improvisation, die wir gleich spielen werden, habe ich in Notenform aufgeschrieben. Und zwar findest du sie in meinem YouTube-Kanal Mitgliederbereich zum Herunterladen und Ausdrucken, sodass du das alles nochmal ganz genau für dich nachvollziehen kannst. Wenn du Lust drauf hast, check den Link mal aus, den findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor ich dir zeige, was wir in der rechten Hand spielen können, hör mal genau hin. Welcher dieser Akkorde klingt nach Ende? Also mit welchem Akkord könnte das Stück aufhören? Ja, ich habe es dir natürlich jetzt einfach gemacht. Ich habe auf dem A-Moll geendet und das A-Moll ist auch sozusagen unsere Grundtonart. Diese Akkordfolge steht in der Tonart A-Moll. Und mit diesem Hintergrund kann ich jetzt hingehen und in meiner rechten Hand die sogenannte A-Moll-Pentatonik bilden. Die A-Moll-Pentatonik besteht aus dem ersten, dritten,
vierten, fünften und siebten Ton der Tonleiter. Und jetzt siehst du schon, es ist also nicht verkehrt, sich ein bisschen mit Tonleitern auszukennen, denn dann kann ich ganz leicht die Töne abzählen. Und wenn ich das ja, ein bisschen jazziger haben möchte, ja, wir wollen ja Bar-Jazz-Piano spielen, dann erhöhe ich die 4 bzw. erniedrige ich noch die Quinte auf das S und das ist die Blue Note, ja? Und dann entsteht die sogenannte A-Moll-Blues-Tonleiter, ja? Spielst du am besten mit 1, 2, 3, 4, dann 1, 2, 3, beispielsweise zum C hoch. Ja? Ich spiele dir mal eine kleine Improvisation. Wie könnte das Ganze klingen mit dieser A-Moll-Blues-Tonleiter? Hör mal. Soweit mal, was habe ich getan? Ich habe wenig Töne gespielt, ich habe Pausen gemacht, ich habe rhythmisch gespielt. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und ja, die ganze Zeit nur diese Blues-Tonleiter hoch und runter spielst, das wird natürlich auch ziemlich schnell langweilig und klingt sehr schnell nach so einem Tonleitergeplänkel. Also reduziere dich da ein bisschen. Was kann ich jetzt noch tun? Ich kann zum Beispiel die Blue Note so ein bisschen umspielen mit so Slides nach oben, nach unten. Und wie gesagt, wenig Töne spielen, kleine Lücken entstehen lassen. Hör mal. Ja, yeah. Das klingt gut. Yes. Ich kann natürlich auch links ein bisschen rhythmisch spielen, dass ich manchmal die Hand hebe, neu anschlage, also vielleicht so. Wenn du jetzt sagst, du möchtest tiefer einsteigen, die Jazz-Akkorde verstehen, ja, das Ganze praktisch anwenden, dann schau dir mal unbedingt meinen kostenlosen Jazz-Piano-Workshop an. Dort gehen wir nochmal ein bisschen in die Tiefe. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, am Ende des Workshops erhältst du außerdem mein Akkordsymbol-Handbuch zum Download. Wenn du in diesem Stil weitermachen möchtest, schau dir unbedingt dieses Video hier an. Wenn du heute was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und würde mich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen. Bis dahin, dein Marcel von Modern Music.